Hey und willkommen zur dritten Folge oder zum dritten Part von Slime Ranger 2. Ja, ich bin hier jetzt mitten in der Dings und ich habe mich ja im zweiten Part oder so ein bisschen darüber beschwert, dass es nicht weitergeht. Ja, ich bin einfach nur dumm und blind gleichzeitig. Weil wenn man bei dieser Stelle hier, ne, einfach mal straight hier hoch geht, bekommt man erstmal einen Hoppelgordo. Und der versteckt irgendwas. Du magst Gemüse. Dann bekommst du jetzt erstmal Karotten. Ey, jetzt hat er. Denn ich weiß, dass die immer 30, also du brauchst 30, wenn es kein Lieblingsfutter ist. Oder sagen wir so, du brauchst 30 Futter für ihn, dann platzt er erst. Aber wenn du ihm Lieblingsessen gibst, dann brauchst du halt nur 15. So, und da er nur Gemüse mag, brauche ich jetzt nochmal ein paar Karotten. Also ich habe jetzt 23, das heißt 7 Karotten bräuchte ich noch. Und hier ist natürlich, kannst du, das ist nämlich Tiefensohle. Und ich brauche jetzt aber erstmal Karotten. Ja, sind es erstmal nur 5. Ich brauche am besten noch 3 mehr. Okay, reicht. Renn mal kurz nochmal da hoch und bring die mal zum Platzen. Also wenn man den auch einmal gesehen hat, dann wird er auch auf der Karte markiert hier. Ja, genau. Jetzt platzt der Junge und kommt mal her. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo es hingeht. Nur so, dass ich das, also ich weiß es nur von Zombie, weil der hat es hier gefunden. Dann dachte ich mir, was zum... Was machst du? Jo. Alles klar. What the? Also ich habe von Zombie das Let's Play angeguckt und ja, der war halt erst hier, weil du von hier noch darüber kommen kannst. Ach du Heilige, also wenn du hier den Gordo und ich glaube hier ist noch irgendwo einer, wenn du die beide platzen lässt, dann kommst du in neue Gebiete. Junge, hier liegen so viele Hoppelplots rum. Da ist ein Tierschleim, weg. Piss dich. Ja, guck mal, da oben sieht man so ein Dings. Und da waren wir schon. Ah, ne, gib her. Gib her, Junge. Das Geld wert. Das heißt, wenn das da ist, muss hier irgendwo der Pink... Ah, da sieh mal einer an. Der markiert... Der wird aber nicht markiert, okay. Ja, und... Ich dachte mir, das ist doch mega ärgerlich. Weil hier war ich schon. Also war ich wirklich. Weil ich wollte hier doch nicht drüber springen, weil ich dachte, ja, das schaffe ich nicht ohne Jetpack. War ich irgendwo... Kam ich von hier, oder? Hier ist nochmal Wassersalat. Na, keine Ahnung. Oh, fast runtergefallen. Das ist nicht schön. Jetzt passen wir mal auf, der hat halt kein Liebling. Das heißt, der wird alle diese Pogo-Früchte fressen und 10 Hühner. So, genau. Und jetzt ist hier so eine Wasserfontäne. Und noch so ein Krug. Kannst du mal weggehen? Toll. Ey. Komm. Oh, Glibberstein.
Nehmen wir mit. Und hier haben wir noch so ein Ding. Und das ist, glaube ich, für das da. Also, was heißt, glaube ich, ne? Das bewegt sich schon. Ach, moin. Die beachten wir jetzt einfach mal nicht. Sieht schon nicht schlecht aus, ne? Ich würde jetzt aber trotzdem... Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ich habe hier doch irgendwo meine Tiefensohle hingehauen. Und ich habe mich auch immer aufgeregt, damit ich hier nicht genug Geld habe. Ich meine, ich habe immer noch meine Marke vom Slime Ranger 1, dass ich einfach das hier nur, dass ich immer nur so 4 oder 5 Lagos im Gehege habe. Was eigentlich dumm ist, weil du kannst so viele in ein Gehege quetschen, bis kein Platz mehr ist. Ja, das war immer mein Problem. So, ballern wir die rein. Ey, sorry, ne, dass ich euch hier ignoriere, ne? Ich sammle gerne noch die Plots auf. Und dann werden wir ein neues Gebiet erobern, nachdem ich wieder in meiner Base bin. Und vielleicht verschwinden die bisher. Wie viele scheiß Pink-Plots liegen hier rum? Ich frage mich, ob es noch... Also ein Phosphor hat man, Pink hat man, Hoppe hat man und Meats hat man hier ja auch ein Slime. Ich weiß nicht, ob es die auch gibt. Weil in Slime Ranger 1 hatten wir eine jede Menge von diesen Gordos. Da brauchst du am besten immer das Lieblingsessen oder musst es halt immer was mit dir rumtragen. Weil du gefühlt an jeder Ecke ihn gefunden hast. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel nur 5 von denen drin. Die aber, naja, ne? Und Wassersalat wächst nicht. Ah ne, ihr seid... Ihr seid gesättigt. Hab sogar noch 12 drin. Das ist halt anders, wenn du... Ja. Mehrere hast. Aber ich muss mir trotzdem mehrere zulegen. Weil halt... ich mehr Geld brauche. Und ich gucke jetzt mal kurz runter zu den Upgrades. Weil... ich kann mir doch vielleicht irgendwas kaufen. Ich könnte mir einen Herzcontainer kaufen. Ich könnte mir aber auch Energie. Was, glaube ich... erstmal besser wäre. Ich könnte mir so einen Tank holen. Oder halt, dass ich 30 holen, transportieren kann. Ich könnte mir aber auch ein Energiemodul. Ich kaufe mir ein Energiemodul. Weil jetzt habe ich 150 Energie, jetzt kann ich länger sprinten. Wait a minute, kann ich mir direkt noch dieses andere Upgrade holen? Hier? Ich habe sogar noch das Geld. Jetzt habe ich 2 New Bucks. Oh. Wahnsinn. Naja, ist egal. Wir gehen jetzt erstmal exploren. Holy moly. Ich glaube, dass ich mir dieses 30 Upgrade geholt habe, war... das war definitiv wertvoll. Weil sonst hätte ich jetzt schon 2-mal rennen müssen. Und Phosphorplots geben 23. Und schon habe ich glatte 600. Oh, das ist doch schön. Und ich habe eine weitere Textnachricht. Oh, moin. Ogden Ortiz. Genau. Hola, Beatrix. Bist du da? Ich bin's, Ogden Ortiz. Ah, der. Ich habe gehört, du bist zu einem neuen Abenteuer auf einer rätselhaften Insel aufgebrochen. Voll mit Geheimnissen und Gefahren und vielleicht ein paar saftigen Früchten oder Gemüse, die die Welt nie zuvor gesehen hat. Du wusstest, dass ich fragen muss. Seit du mir einen, was, stetigen Nachschub an Kokadoba-Früchten besorgt hast, suche ich nach noch größeren kulinarischen Wundern in der fernen, fernen Weite. Ja, diese Kokadoba-Früchte, da musstest du ja im ersten Game den immer ein paar bringen, dann hast du Belohnungen bekommen und irgendwann sein Grundstück. Ich habe auch vor, nochmal irgendwann
euch zu zeigen, wie es bei meiner anderen Base aussah, also in Slime Ranger 1 jetzt. Und da kann ich euch auch sowas erklären. Und außerdem hängt es mir langsam zum Halse raus. Kokadoba Kuchen, Kokadoba Soufflé, Kokadoba Pudding, Kokadoba Con Carne, Kokadoba Con Kokadoba. Also wenn du wirklich nur das frisst, dann mir gehen die Ideen aus und der Willen. Das glaube ich dir. Also wenn du etwas Neues siehst, erzähl mir alles darüber. Abgesehen von Leckereien will ich alles über die neue Flora und Fauna wissen, die du entdeckst. Also Wassersalat ist ja schon mal neu. Nie vergessen, jeder noch so kleine Teil dieser wilden Welt ist wertvoll und unserer Sorgfalt und unseres Respekts würdig. Und trink genug. All die Abenteuerei bringt dich ins Schwitzen, also nimm diesen Wasserhahn. Tragbarer Wasserhahn? Okay. Viel Glück, Beatrix. Halte mich auf dem Laufenden. Ich drück dir die Daumen. Okay, also haben wir jetzt einen Blueprint vom tragbaren Wasserhalter bekommen. Was ich mit dem Goldplot mache, weiß ich immer noch nicht. Ich meine, ich kann ihn erstmal hier so hinlegen. Ich habe gesagt, hinlegen. Liegt der jetzt hier oben drauf, Digga? Nee? Hallo. Ah, ne, hier ist er. Warte mal, kann ich dich da in die Schubkarre? Nein. Dann bleib erstmal bitte da liegen. So lange, bis der Preis steigt. Und von euch bringe ich vielleicht noch später mehr mit. So, ich weiß nicht, wie lang die Folge jetzt schon ist. Ich habe schon wieder vergessen, mir einen Timer zu stellen. Aber wir gehen jetzt allererstes mal da lang. Und wenn wir das dann haben, da lang. Wir haben es ja jetzt schon explored. Was ich eigentlich nicht wirklich wollte. Also, dass jetzt zwei was offen ist. War ungewollt. Wie kommen wir jetzt dahin? Einfach jetzt da lang. Es wäre auch schön, wenn ich hier Dings das Jetpack habe. Aber was ich auch schon bei Zombie gesehen habe, du bekommst dieses strahlende Erz, bekommst du genau da in die Richtung. Was auch ein Grund ist, wieso ich da zuerst hingehen möchte. Ne? Okay, wir können ja die Tiefensohle noch mitnehmen. Weil, wieso nicht? Noch mehr? Ne? So, Moment, hier war ja noch, genau. Damit wir es gleich wegschaffen. Und dann... Ja, die Karte, die ist sehr nützlich. Vor allem, wenn du irgendwo hingehen möchtest, wo du noch nicht sehr lang... Das ist ein Geld. Dings. Den kannst du auch nicht einsaugen. Aber guck ihn euch an. Glücksleim. Ich habe auch keine Ahnung, wie man... Warte mal, du... Und jetzt ist er weg. Na, Alter, Phosphor und Mietz. Ey, das sieht nicht schlecht aus. Hier bitte. Hier bitte. Hier bitte. Hallöchen, Portal. Sieht schon geil aus, ne? Man bekommt einen Ladescreen. Glimmendes Tal. Da ist ein Vulkan. Die alte Welt rumort bei jedem Schritt unter deinen Füßen. Ui. Okay. Also Phosphor und Pink, die kennen wir ja schon. Hier gibt es, glaube ich, auch 3, 4 neue Slimes. Und hier gibt es eine verzwickte Zwiebel. Nehmen wir mal mit. Bekommt man nicht überall. Wieso explodiert? Oh, gib her. Angnoslam. Gib her. So hübsch. Lass mich näher. Ich habe auch mitgekriegt, wenn man F1 drückt, dann... Ja. Nahrung, Fleisch, Liebling. Genau. Man kann ja auch mehr lesen. Ah, Seehuhn.
Also ich werde das jetzt immer vorlesen bei neuen Slimes. Ich meine, ich müsste den Rest jetzt noch vorlesen, den wir schon gesammelt haben, aber nee, das lasse ich jetzt mal weg. Angler-Slimes bewohnen die tiefsten Tiefen des Slime-Meers, aber sind jetzt auf der Regenbogeninsel entdeckt worden. Es ist nicht bekannt, was sie aus den tiefsten Abgründen der fernen, fernen Weite in diesen vielleicht lebhaftesten Teil gelockt haben könnte. Aber vielleicht hat es was mit dem Geschmack eines saftigen sonnengeküssten Seehuhn-Schenkels zu tun. Achtung! Hinter dem lebenswerten Äußeren des Angler-Slimes schlägt das Herz eines hühnerzermalmenden Monsters. Digga, was? Auch wieder deutsch, Digga. Hühnerzermalmenden, Digga. Mit ihren hypnotischen, laternartigen Ködern erzeugen sie einen strahlenden Blitz, der Hühner und sogar andere Slimes betäuben kann. Ah, deswegen hat es explodiert. Oder ist es explodiert? Anglerplorts können ihre Form selbst in unglaublichen Tiefen behalten und sind ein ausgezeichnetes Material für Tiefseetechnologie. Deswegen fühlen sie sich auf einzigartige Weise tröstlich an. Okay. Zu wissen, dass etwas so Kleines so viel Druck widerstehen kann, ist seltsam. Ermutigend. Vielleicht sogar inspirierend genug, denn den Mut aufzubringen, Unmögliches zu versuchen. Joa. Dann haben wir hier noch die restlichen Slimes und... Ich weiß nicht... Oh, wie viele Slimes gibt's? Ach, Goldslime. Werde reich oder stirb beim Schleimen? Ja, Gottes Willen. Ja, das ist jetzt... Da wird vielleicht auch noch erklärt, was man machen muss. Um... Ja... Hier. Sag mal... Ach ja, hallo? Ah, ui. Also da wird vielleicht auch erklärt, was man machen muss, um die zu bekommen. Diese Goldplor... Ey, geh weg. Nein, nicht du. Wo geht's hier lang? Ach ja, das konnte man ja auch einstellen, so wegen böse, wilde Slimes. Lass mich raten, das sind... Genau hier dazwischen. Ist schon nice hier. Nein. Man kann durch die auch sterben. Was ist hier? Einfach nur ein kleines Hühnerparadies. Gehen Sie bitte weg. Ja, jetzt hat er an mir gekickt. Ich bin fast tot. Was ist das? Okay, kann ich... Ich glaube, das ist aber zum Ernten. Da komme ich auch nicht rüber. Na, scheiße. Help me, please. Ich möchte hier nur kurz durch. Haben Sie mich verstanden? Oh, yo. Solche krassen Wassereffekte hatte Slime Ranger 1 nicht. Vor allem nicht, wenn es dir noch den Bildschirm runterläuft. Zum Beispiel wie hier gerade. Da läuft sie ja den Bildschirm runter. Oh, da haben wir das komische... Seidener Sand. Das brauche ich, um mir so einen weiteren Dings zu gönnen. Wo muss ich hin? Also da hoch. Ja, mein Dings ist jetzt schon voll. Und hier gibt es, glaube ich, noch so viel mehr zu erkunden. Da geht's auch hoch. Da geht's auch lang. Ah ja, warte mal. Schleudere mich mal bitte da hoch. Na, oh Mann. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Weißt du was? Dann stelle ich mich ja drauf. So, ganz einfach. Einfach draufstellen. So. Alles klar. Da gibt es auch Fels-Slimes. Moment, kann ich mal kurz aufsaugen. Oder auch nicht. Gut. Dann später hätte ich wenigstens den Eintrag gehabt. Und hier ist eine Höhle. Ich rush gerade ein bisschen bei dem Gebiet durch. Ui.
Ich weiß sogar gar nicht, wo ich hin muss. Aber da hoch. Komm. Ach, genau hier. Hier gibt's das Erz. Es bebt. Ja, mach du weg. Dann nehme ich mir strahlendes Erz mit. Oh, 3 direkt. 10 brauche ich fürs Jetpack. Es leckt erstmal. Oh, Wasserslimes. Fütz-Slime. Steck einen in deinen Stiefel und es wird dir nie zu warm. Fühlt sich aber komisch an. Das glaube ich. Ja, da gibt es auch so viel zu lesen. Eins war wichtig. Ja, zu guter Letzt sind Pfütz-Slimes extrem scheu und produzieren keine Plurz, wenn mehr als 3 andere Slimes in der Nähe, in näherer Umgebung sind. Das ist das einzigste Wichtige, ansonsten, ich meine, hier könnt ihr euch gern durchlesen, pausieren. Weil ich lese das vielleicht doch nicht vor. Bei dem einen warst du jetzt ein bisschen unnötig. Aber naja, sag mal, wie weit hinten ist der? Junge. Und hier gibt's noch irgendwas. Uröl? Okay. Das nehme ich alles mit. Das war's schon. Also bei dem einen habe ich seidenen Sand und hier gibt's Uröl. Und hier ist eine Kapsel. Gib her. Weg, Tank. Also mit dem Jetpack komme ich drüber. So viel steht fest. Oh, da ist noch eine Kapsel. Da ist noch eine Kapsel. Da ist noch eine Kapsel. Moin. Und da ist noch mein Erz. Mittelgroße pinke Korallensäule. Wieso auch nicht? Aber ich hätte jetzt trotzdem noch gern 4 weitere von diesen Erz. Wo sich auch immer das nochmal versteckt. Weil dann kann ich wieder zurück. Und ich bin happy. Und hier gibt's, okay, doch keine Kapsel. Was passiert eigentlich mit euch? Es ist jetzt Tag. Erstmal fressen, ja, natürlich. Da, ich weiß nicht, komme ich darüber? Ich riskiere es jetzt nicht. Das merke ich mir aber. Das merke ich mir. Ach, wait, ich wollte ja euch einsammeln. Diese Slimes sind total Metal. So, hier kurz noch. Lieblingsherzrübe. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Und ansonsten suche ich jetzt noch 4 von diesem Erz. Dann geht's wieder hem. Und es wird sich vielleicht das Jetpack geholt. Oder ich hole es dann in der nächsten Folge. Moment, hier in der Höhle ging es doch noch weiter nach da. Ja. Sieh mal eine an. Hier haben wir noch. Nee, wait. Das ist kein strahlendes Erz. No way, das sind Diamanten, oder? Was lege ich jetzt weg, ist die Frage. Okay, die anderen Slimes. Seltsamer Diamant. Höchst seltsam, aber höher gehandelt. Ich meine, schade jetzt an die... an den Slime. Jetzt den Herzrüben. Aber so ein Diamant ist mir jetzt... Wir sind irgendwo Teerschleim. Ich höre nur diesen... Ah ja, moin. Ja, komm. Ihr seid im Wasser. Ich meine, was erwartet man? Ey, sorry, ich will nur eigentlich nur nach Hause jetzt. Denn ich habe so viel Stuff. Ich meine, ich kann ja... Off-Cam... nochmal... hier suchen. Ach nee, wait, ich habe ja jetzt immer noch nicht die... Ach, komm. Aber weißt du was, ich hole jetzt noch 10 Erz.
Dann sehen wir uns zu Hause wieder. Und... Wait, war ja nicht irgendwo auch eine Karte? Also ich hole jetzt noch... Nee, 10 Erz. Ich hole noch 4 Erz. Und dann sehen wir uns zu Hause wieder. Und hier ist eine Biene. Lesen wir das noch durch. Dann sehen wir uns zu Hause wieder mit 10 seltsamen Erz. Oder sowas. Nee. Wait. Strahlendes Erz, so rum. Zugriff auf GG-Log. Punkt-Log. Ich weiß, ich habe hier eine Mission zu erfüllen, aber das ändert nichts an den Geysiren hier. Sie machen immer noch ihren Spaß. Egal. Ich denke, ein paar Minuten Planschen wie in alten Tagen kann ich mir schon erlauben. Naja. Ah, da ist noch Strand, das heißt, ich hab dich gesehen. Aber ich komme da gerade so nicht rüber. Was ist das? Hallo? Kannst du auch da drauf gehen? Oh, Parkour. Oh, Digga, jetzt fehlt mir eins. Da ist die Map. Okay, ist doch einfacher hier hinzukommen. Und da ist nochmal strahlendes Erz. Muss ich vielleicht doch nicht cutten. Glimmendes Tal. Dann hier strahlendes Erz. 11 Stück. Da haben wir noch Zeug. Und jetzt sehen wir uns zu Hause wieder. Man kommt natürlich auch durch das Portal, in dem man hergekommen ist, kommt man auch wieder zurück. Na, und solche Portale gab es nicht in Slime Ranger 1. So, tada, sind wir wieder der Hem. Und da hauen wir jetzt erstmal das ganze Uröl, den seltsamen Diamant, strahlende Erz und die drei Sanddings hier rein. Jetzt können wir uns das Jetpack holen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir können... Wieso kann ich mir... Ist egal. Wir können uns leider noch keinen Extra-Tank holen. Wenn man noch 7 seidener Sand fehlt. Und 1500. Oh. Also, ich werde auch jetzt off-cam ein bisschen spielen. Und hier mehr Slimes von jeder Sorte ranholen. Damit ich mehr Geld machen kann. Ja. Und im Moment ist mein Goldplot noch da. Das ist jetzt mies. Das ist jetzt sehr mies. Ich hätte ihn doch einfach verkaufen sollen. Naja, aber... Na gut. Sagen wir so, Moment. Solange er hier bei Ressourcen irgendwo vorhanden ist. Sind ja auch Plorts drin? Hier sind keine Plorts drin. Naja, egal. Und mit und unter Welt ist das alles. Was? Slime? Mir fehlt nur noch eins. Hä, ist es dann das hier nur noch? Es ist, das hier ist doch nicht alles. Stings. Hä, was ist denn das? Einfach kurz Ruin. Nice. Naja, ne? Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat diese Erkundungsfolge gefallen. Ja, was ich noch machen werde jetzt auf Cam, wie schon gesagt, von jedem mehr holen. Hier werde ich Angler, dann werde ich noch Angler holen. Diese Angler-Slimes. Und... Ja, das war's dann. Dann kann ich auch, und wir haben auch schon wieder einen. Nächster Part. Ne, dann, ne, bis zum nächsten Mal und ciao.